Okay, ein bisschen andere Sicht von hier. Willkommen zum Bartgeflüster mit Franz. Ja, natürlich wichtig für das Bartgeflüster ist, für die Leute zu wissen: Bist du ein Bartträger? Ja, natürlich bin ich ein Bartträger, ansonsten wäre ich ja nicht beim Bartgeflüster. Sollte man meinen. Ja, ich bin hier gerade am Auspacken von den. Und am Rumwerfen, ja, egal, vom Ghostbuster, was ich das letzte Mal bemalt habe. Special Effects. Und da wurde ja auch gefragt, ob ich das dann mal fertig zeigen könnte, weswegen ich das jetzt gerade auspacke. Und währenddessen diesem Bartfreund Fragen stelle. Es hat natürlich jetzt ein bisschen gedauert, bis das nächste kam. Das war, weil vieles dazwischen kam, wie RPC. Was war da noch? Network-Treffen, also das Tabletop-Network-Treffen. Genau, dann war noch irgendwas, oder? Ja, die Lock'n'Load. Ja. Ja. Da haben sie ja ein neues, die neue Edition vorgestellt. Von Privateer, von War Machine Arts. Ja, genau das. Ja. Das heißt, da war echt viel Action zwischendurch. Das heißt, darum, dorthin, dort umpacken. Da sich zur Schau stellen. Ja. So. Dann, wie ist dann der Josh in das Hobby gekommen? Wie ich in das Hobby gekommen bin? Ich glaube, das war damals hier einer von diesen Sammelheftchen Panini oder sowas. Und die hatten die Herr-der-Ringe-Modelle von GW drin. Und da hatte ich mir einfach mal, weil direkt Farben, Pinsel und sowas dabei haben, die halt nur ein Apfel und ein Ei gekostet haben, direkt mal zugeschlagen. Das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich so gesehen, in jedem Heftchen steht so ganz klein irgendwo Games Workshop. Dann habe ich das mal nachgegoogelt und dann kam ich so nach und nach über Games Workshop halt in dieses Hobby dann rein. Okay, das heißt, du bist halt wie so manch ein anderer halt über die Herr der Ringe Panini-Heftchen. Ja. Genau. Oder was auch immer das jetzt war von den... Ja. Sammeldingern, da gibt es ja hunderte. Ja, da hatte ich das Glück, da bin ich nicht drüber reingekommen. Ja gut, du kommst doch nicht vom Land wie ich. Ja. Da hattest du andere Möglichkeiten. Bei mir war halt Fernsehgucken, Kühe umschubsen, Panini-Heftchen sammeln. Da hatte ich leider keinen Hobbyladen oder sowas in der Nähe. Und das, ja, dann erst über die Zeit kam das dann halt, dass ich da mal so herausgefunden habe, was es überhaupt alles gibt. Diese fremde, unbekannte Welt da draußen. Fernab von meinem Horizont des Verständnisses. Ja. Ja, ich bin gleich fertig mit dem Auspacken. Er will es nur spannend machen, er macht es extra langsam. Ja, ja. Deswegen nehme ich auch jede Figur 14 Mal in die Hand bevor. Okay. Mal ein kleiner Schwenk. Ich muss gerade mal die Sicht verändern. Großer Stuhl da. So. Ja, genau, das habe ich alles geschafft. Also hier bei den normalen, die habe ich jetzt erstmal da drin gelassen, da habe ich schon die Basen geschwärzt. Aufgrund dessen, weil die werden eh aufgeräumt, abgeräumt, hingeräumt. Deswegen habe ich die jetzt nicht bemalt. Das ist auch okay so. Weil sonst wären eh alle sehr, sehr gleich. Das sind dann alles immer nur rote, graue, grüne, was auch immer. Hier sieht man es dann nochmal, da habe ich das halt Klarsicht gelassen. Hier ist der allseits beliebte Marshmallow-Mann. Ja. Dann haben wir hier Gosa, den Gosarianer. Genau, hinten ist Slimer. Bei dem musste ich ein bisschen tricky arbeiten, aufgrund dessen, weil ich wollte ihn natürlich slimig durchsichtig lassen. Das heißt, ich habe ihn erstmal matt gelackt, um Farbe auftragen zu können. Dann habe ich die Teile bemalt, wo ich meinte, okay, das sieht bemalt gut aus. Und dann habe ich ihn klar gelackt. Damit hat er so ein bisschen den schleimigen, durchsichtigen Effekt behalten. Dann haben wir hier Simon, der Halloween-Geist, der Boogeyman. Der ist aus der Comic-Serie einer der Bösewichte, die Gosa zurückholen wollen. Den Namen weiß ich jetzt nicht und die Karte rauszusuchen, bin ich jetzt gerade so froh, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir natürlich hier die Ghostbusters, dann in Charge der neuen Ghostbusters. Die haben auch den anderen Overall von mir bekommen. Walter Peck. Ja, dieser Mann hat keinen. Denkt euch den Rest. Ist das wirklich wahr? Cthulhu Spawns, die Fursome Flush, den Ecto 1, dann einen der, ich glaube, das ist der Schlüsselmeister.
Dann haben wir einen riesengroßen, fiesen, ich glaube, Boogaloo heißen sie. Der besteht aus mehreren, wie man sieht. Und Cthulhu. Ich weiß jetzt schon, dass da Hass kommen wird bei der Antwort. Ja, es gibt Cthulhu. So, jetzt habe ich es noch mal ein bisschen verschlimmert. Und er sieht genauso aus, egal in welchem Buch ihr ihn lest. So, ab heute. Die Kamera wieder irgendwie hinstellen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht viel von unserem Bemalen sehen, da wir jetzt einfach das halt nebenbei halt aufnehmen. Und ich jetzt, du kannst gerne starten mit Malen. Also, ja, ich starte erstmal da, bevor die dann abgelenkt sind durch irgendwelches Gefuchtel da hinten dran. Abgelenkt sind sie so oder so. Ja, davon abgesehen. Ja. Genau. Mir wurden natürlich wieder ein paar Fragen gestellt, auf die man antworten kann, sollte, tun, möge. Ich habe manche schon im Facebook beantwortet und manche auch schon in YouTube. Deswegen könnt ihr da auch gerne nochmal nachgucken, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles nach, wie lange ist das Video jetzt her? Im Monat oder so? Das hin? Kann gut sein, ja. Einige der Fragen vergessen und wo das auch immer hingerutscht ist. So, arbeiten wir uns einfach mal durch. Was haben wir denn da? Von Maximilian Laubern habe ich die meisten schon beantwortet. Oder knapp. Technik auf der Arbeit. Ja. Mega. Genau, hier ist auch eine Frage, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt dazu kam bei dem Tabletop-Hobby, aber spielst du auch Videospiele? Ich lasse jetzt erstmal den Josh beantworten. Ja. Ja, das tue ich. Was ist denn da so deine Präferenz an Videospielen? Sind sie mehr hobbybezogen oder sind sie dann doch, dass du eine Ablenkung, eine Pause vom Hobby brauchst? Da würde ich sagen querbeet. Also es gibt schöne Spiele zum Hobby, als auch eigene Lizenzen, wo man gut spielen kann. Also da bin ich nicht wählerig, worum es geht. Da gucke ich dann mir einfach an, ob es mir gefällt, das Spiel. Und wenn es mich anspricht, wird es gekauft, unabhängig vom Genre oder ob es jetzt hobbybezogen ist oder nicht. Ja, so handhabe ich das eigentlich auch. Es gibt Spiele, die mag man, die holt man einfach. Auch die sprechen einen halt auch direkt dann an. Aber ich würde mich jetzt nicht als intensiven Zocker beschreiben. Weil, wie gesagt, ich habe das auch beantwortet, das ist dann meistens 1 bis 2 Stunden. Gut, aktuell, gebe ich zu, habe ich wieder ein Spiel angefangen. Dragon Age, was mich jetzt wieder ein bisschen mehr fesselt. Bisschen ist gut. ja, also manche Spiele, da kann man halt ein bisschen, da tut man halt ein bisschen mehr reinstecken an Zeit. Aber im Großen und Ganzen halte ich es doch sehr zurück, was das Videospielen betrifft. Ich weiß jetzt nicht, wie laut man reden muss, weil diese dumme Anzeige nicht da ist. Aber ich denke, es sollte dennoch reichen. Naja. Und wenn nicht, dann tun wir es halt nochmal übersynchronisieren. Ja, ja. Da haben wir auch alle so viel Zeit dazu. Genau, da können wir dann auch peinliche Kommentare nochmal rausnehmen. Und, oder coole Special Effects einbauen. Und Furzgeräusche, ja. Ganz wichtig. Ja. Ja, was haben wir noch? Ja, woran malst du denn heute? Ich habe noch 2 Guild Ball Figuren zum Bemalen. Dann habe ich, mein Team ist fertig. Das ist ganz gut. Und ich habe dann halt nochmal 2 extra Figuren, die ich fertigen wollen würde. Ja, meine kommen ja hoffentlich nächste Woche, die restlichen. Ja, unser Lieferant lässt sich da so ein bisschen Zeit. Ah, so ist das mit der Tische. So und nicht anders. Ja. So, dann kann der Josh auch gerade mal beschreiben, was er bemalt. Also ich bemal hier von dem Pen-Paper-Set von Malifaux ein Modell, was ich mir selbst zusammengebaut habe. Und zwar wollen wir demnächst hier eine Runde starten von Into the Breach, heißt es. Und das ist dann so ein bisschen wie bei dem War Machine Pen-Paper auf Figuren bezogen. Also wenn man dann die Konflikte hat, wird das Ganze dann über Modelle abgehandelt. Was ja auch viele mittlerweile bei normalen Pen-Paper machen, denke ich mal. Ja, das
Es wird jetzt ein bisschen lauter, nicht irritieren lassen. Ja, das ist bei Pen & Paper, geht es immer mehr dazu, denke ich, was halt auch einfach optisch ansprechender für die Leute ist, zu sehen, was auf dem Schlachtfeld so passiert. Mhm. Und manchmal ist es dann auch angenehmer zu sehen, bin ich noch in Reichweite oder muss ich erstmal noch mal ein bisschen laufen und hat dann nicht Kommunikationsprobleme. Das hatte ich mal mit einer Pen-Paper-Gruppe. Das war so, ja, wir gehen jetzt in Tunnel X. Ja, die Gegner stehen hinter euch. Ja, wir sind doch extra so gelaufen, dass wir um die herumlaufen. Nein, ihr seid durch den Tunnel gelaufen. Nein, sind wir nicht. Dann läuft halt manchmal auf sowas hinaus. Und das hat man halt nicht, wenn man da einen Plan ausliegen hat mit Modellen oder sowas. Dann weiß jeder auch genau, wo wer steht. Das hat also auch Vorteile. Das stimmt. Da gebe ich recht, dass man halt so einen kleinen visuellen Effekt hat, der halt einfach dann schöner ist, um sich dann halt Sachen vorzustellen, wie wo was hinlaufen kann. Ja. Genau. So, was haben wir noch zum Thema Videos? Könnte ich meinen Kanal anbieten? Gefragt von Brandy Christo. Dazu finde ich auch Schwarz-Weiß-Bemalung dabei, allerdings passt die Beleuchtung noch nicht so richtig. Die einzelnen Grautöne unterscheiden sich kaum in den Videos. Ich mache es jetzt einfach mal im guten hessischen Hä? Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber du kannst natürlich gerne Videos machen, Bemaltipps und sowas, einfach um die generelle YouTube-Hobby-Community weiter voranzubringen, würde ich mal sagen. Weil es schadet echt nichts, wenn halt einfach mal mehr Leute so ab und an ein paar Videos hochbringen, um anderen zu zeigen, wie sie malen oder kleine Tipps. Genau. Das, denke ich, geht halt immer, ob es jetzt nun in Schwarz-Weiß oder in Silberbraun ist. Ist ja egal. Magenta ist immer schön. Ja. Und diese schöne alte Melodie dazu. Ja, das Uroboturoship, was, egal. Das freut mich, dass es ein schöner Ausklang zu deinem Feierabend ist. Und wenn er dich beleidigt haben sollte, der wollte es nicht so. Ja. Mit der Aussprache. Im Zuge von 30K, beziehungsweise generell, wie malt oder würdet ihr das blau-grün-metallic der Alpha-Liedchen malen, ohne Airbrush? Da würde ich von Privateer die Inks verwenden und das mit Metall mischen. Da gibt es, glaube ich, sogar eine türkisene. Ja, das wäre das so, so hätte ich das auch gemacht. Und zwar die Metalltöne. Entweder tust du das Metall auftragen und dann die Ink drüber ziehen. Dann hat es schon so diesen Effekt. Oder du mischst es halt zusammen. Was halt zum Beispiel auch geht, sind von Tamiya hat Metallic-Töne. Da ist es, glaube ich, die Bandbreite recht hoch. Vielleicht kannst du da was finden. Einziger Nachteil bei Tamiya ist, du kannst die Farben gar nicht bis sehr schlecht nur miteinander mischen. Das heißt, du solltest gucken, dass du entweder gerade den gleichen passenden Ton findest oder damit zurechtkommen, was da halt gibt. Aber ansonsten, so ein Metallic-Ton lässt sich halt recht gut machen, wenn du es mit Inks, mit dem Metallic-Ton, einen hellen Metallic-Ton mit den Farben mischst, mit den Inks. So. Dann der Digger Wedding. Digger Hochzeit, oder? okay, die beiden Fragen finde ich relativ gleich, aber egal. Josh, welches Brettspiel spielst du am liebsten? Aktuell spiele ich sehr gerne Blood Rage, also das hat es mir echt angetan, da hatte ich auch den Kickstarter mitgemacht, weil jedes Spiel sich ein bisschen anders da spielt, weil die Karten immer so ein bisschen random gemischt werden und man kriegt ja nie die Hand, die man am Anfang gezogen hat. Das ist halt immer Draft-System. Genau, ja. Man zieht ja erstmal diese Karten auf, die Verbesserungen sind, Questen, Monster und danach sucht man sich aber nur eine davon aus und gibt sie dann weiter, die Karten. Und dadurch entsteht wieder ein ganz anderes Spiel jedes Mal. Das finde ich bisher sehr ansprechend. Mhm. Und ansonsten, wenn man so eine schnelle Runde spielen möchte, ist Bossmonster ein sehr schönes Spiel. Oh mein Gott, ja, Bossmonster. wir hatten hier einen Tabletop-Day, den internationalen. Und da kam der Josh damit an.
Dann haben wir das gespielt, das hat echt Spaß gemacht. Dann habe ich das auf der RPC gekauft und habe das dann mit anderen Kumpels auch ordentlich gespielt. Wenn wir echt nichts Besseres zu tun hatten und die dumm rumsaßen, kamen wir auf die Idee, ja, lass uns Bossmonster spielen. Also das geht immer. Es ist einfach zu erklären, es ist schnell gelernt und es macht echt einen Heidenspaß. Ja, vorausgesetzt, dass ihr etwas frustresistent seid, weil ihr müsst halt gegeneinander spielen in diesem Spiel. Geht nicht mit jedem. Gerade das macht doch Spaß. Aber gerade das macht es manchmal so dieses letzte hämische Lachen, wenn der Gegner denkt, dass er gerade gewonnen hat und du hast ihn die Tour versaut. Ja, das kommt nur leider allzu oft vor. Ja, dann jetzt die sehr ähnliche Frage. Welches ist dein Lieblingsbrettspiel? Tja, ich glaube, dafür, dass ich vorhin für dieses eine Brettspiel so geschwärmt habe, ist das, glaube ich, sehr eindeutig. Also im Moment ist es wirklich Blood Rage für mich. Ich muss auch endlich mich mal dran setzen und die Expansion Sets fertig bemalen, damit man die auch mal einfügen kann, damit man mal sieht, wie sich das Ganze dann verhält. Aber so an sich habe ich auch andere Brettspiele, die ich sehr gerne spiele. Also das ist jetzt nicht das einzige Spiel, wo ich immer vorziehen würde. Also bei mir ist es aktuell so, die Brettspiele, die ich habe, die spiele ich auch gerne. Nur ist es aktuell, ist es halt so, dass ich halt gerne die Brettspiele erst komplett bemalt habe, bevor ich das auspacke zum Spielen. Da ich mir denke, das sind meistens nur so ein paar Figuren, das lässt sich relativ schnell machen und dann hat man sowas wie Zombieside, aber egal. Ich wollte gerade sagen, nur ein paar Figuren, da kommt es immer drauf an. Und von daher, also ich habe auch Spiele, jetzt zum Beispiel das Ghostbusters, das habe ich komplett bemalt, was ich noch gar nicht angerührt habe. Ich weiß weder, wie der Spielmechanismus funktioniert, noch habe ich das generell irgendwann mal gespielt. Dann habe ich noch so ein paar andere Spiele, zum Beispiel das, wie heißt das, ist das ein Living Card Game von War Machine Hordes? Ja, das ist ein, auf jeden Fall, du baust dein Deck auf. Ja. Deckaufbauspiel. So. Egal, auf jeden Fall gibt es von Privateer, und also War Machine Hordes, ein Kartenspiel, das entweder als Living-Karten, Deckkarten, Deckbau, irgendwas, egal. Und davon habe ich alle Sets gekauft, habe sie alle eingetötet und habe es noch nie angehört zu spielen. Okay, netterweise hat die Kamera nicht gesagt, dass die Karte voll ist und wir haben ungefähr, ich glaube, gute 10 Minuten mehr aufgesprochen, als es aufnimmt. Aber, shit happens. Ja, genau, was soll's. Dann geht's jetzt einfach weiter ab dem Punkt, wo wir eigentlich anfangen wollten. Oder weil, welches Tabletop-System ist dein Liebstes? Jetzt können wir natürlich den gleichen Spruch bringen wie vorhin auch. Was meint ihr damit? Meint ihr Skirmisher, Massenskirmisher, an sich die Namen der Spiele, der Tabletops? Aber da geht man jetzt einfach mal weiter mit drauf ein. Genau, da machen wir einfach ein bisschen was Allgemeines draus. Also reden wir mal über das ganze Thema. Also so von den Systemen her bevorzuge ich mittlerweile mehr die Skirmisher, weil du brauchst nicht viel. Du hast nicht ein Batzen an Modellen vor dir stehen, wo du schon die Lust verlierst dran, bevor du überhaupt dieses Spiel gespielt hast. Sagen wir mal hier damals Fantasy, die 8. Edition. Du konntest eigentlich nicht unter 2500 Punkten anfangen zu spielen. Und wenn ihr euch dann mal überlegt, wenn ihr dann eine Skavenarmee habt, wie viele Modelle ihr bei 2500 Punkte ausstellen könnt, dann ist das schon sehr einschüchternd, wenn du noch bedenkst, dass du das Ganze bemalen musst irgendwo oder möchtest. Ja, wobei man bei so Massenskirmisher sagen muss, da muss man sich sehr zurückhalten, was das Kaufen betrifft. Weil wenn man von Einheit zu Einheit kauft, dann geht es. Ja, aber selbst Einheit zu Einheit. Jetzt nehme ich gerade wieder die Skaven, weil das ganz gut passt. Wenn eine Einheit aus 50 Männern besteht, oder Ratten in dem Fall, sind das immer noch ein Haufen Modelle, die du da hast auf dem Tisch. Ja, das stimmt natürlich schon, aber dann hast du wenigstens bemalt. Das stimmt wohl. Wenn du halt am Stück, wenn man halt sich immer Box für Box holt, zusammenbaut, geschild bemalt, basiert, was man auch immer so noch mit den Figuren macht und sich dann erst die nächste holt. Das mag zwar dann so wirken, als würde man halt nicht vorankommen, aber man kommt noch weniger voran, wenn man halt dann schnell neue Packungen zusammenbauen, hinstellen, oh, sieht cool aus, das würde ich gerne mal so und so bemalen und dann war's das. Ja.
weil man dann halt auf seinem Schreibtisch sieht, okay, die nächste 50er-Einheit, die nächste 50er-Einheit, dann wird man einfach deprimiert, weil es dann halt echt nicht vorangeht. Es fehlt halt das Erfolgsgefühl, was du da hast, wenn du die ersten Modelle bemalt hast, dann siehst du einfach, ah, jetzt muss ich nochmal dreimal so viel bemalen. Schön! Ja. So, also ich bevorzuge jetzt deswegen mittlerweile Skirmisher. Natürlich bin ich jetzt Massenskirmisher nicht ganz abgeneigt. Ein Skirmisher, der mehr zu einem Massenskirmisher hintendiert, ist War Machine Hordes. Aber ich mag dieses System. Man kann nämlich auch mit kleinen Punkten sehr viel erreichen. Man kann auch mit Battlebox spielen, ein sehr schönes Spiel haben. Das haben wir heute sogar gemacht, um mal die neue Edition uns sich anzugucken. Und wie es sich gehört, habe ich es erstmal ordentlich vergeigt. Alle meine ungefähr 90% meiner Beasts sind ausgerastet. 99% meiner Beasts sind ausgerastet im ersten Zug, im zweiten. Eigentlich nur 50. Ja, gut. Ja, das eine sind halt gestorben, okay. Ja. Aber es ist nicht ausgerastet. Ja. Ja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sich diese neue Edition noch weiterentwickeln wird. Jetzt so mit einem Starterbox-Spiel kann man nicht so große Differenzen sehen zwischen den Editionen. Aber da hat sich schon viel getan im Detail wieder. Was man sich nach und nach dann über kleine Spiele dann zugute führen muss. Und auch da kann man den Fehler machen bei War Machine Hordes. Oh, geil, ich kaufe mir direkt 75 Punkte, bam, dann stehen da 50 Modelle auf meinem Tisch und dann habe ich auch schon einmal eine Euphorie verbraucht. Ja, das ist richtig. Das passiert auch da sehr schnell. Ja. Vor allem, wenn du dann eine Massenarmee hast wie Cephalix dort, wo du wirklich 30, 40 Modelle auf dem Tisch stehen hast bei diesen Punktezahlen. Mhm. Und da ist es dann auch besser. Man kauft erstmal die erste 10er-Unit oder die Starterbox, mal die an und dann so nach und nach. Ja, und bei mir ist es so ähnlich. Ich bevorzuge auch die Skirmisher mittlerweile, auch aus den genannten Gründen, weil man halt einfach fertig wird. Mit den Figuren. Man kriegt sie angemalt, man hat sie fertig, man kann sie entweder in die Vitrine stellen oder für mehr wegpacken. Man hat sie halt aus dem Kopf raus. Und wenn man mal dann Zeit hat zum Spielen, kann man sie auspacken und halt zocken. Und die nehmen halt nicht so viel Platz weg. Ja. Du musst halt nicht gucken, dass du 400 Modelle unterkriegst, sondern halt nur 5. Genau. Und zu welchen Systemen? Also momentan hat es mir sehr Malifaux angetan. Das ist ein sehr schönes Spiel, vor allem, weil du halt am Anfang nur eine Starterbox dir holen musst. Dann hast du bis auf das Pokerset, was du nur zum Spielen brauchst, erstmal fast und ein Maßband eigentlich alles, was du zum Spielen brauchst. Du musst nicht erstmal noch 5 Boxen dazu kaufen, damit diese Box funktioniert. Und das ist mir aufgefallen, das haben viele andere Skirmisher mittlerweile auch. Wulsung zum Beispiel, was wir uns jetzt auf der RPC geholt haben. Wenn du die Starterbox holst, hast du genau 0 Punkte. Und der Gegner hat auch genau 0 Punkte. Das heißt, ihr kauft euch beide einfach jeder eine Starterbox und habt sofort ein relativ ausgeglichenes Spiel. Das stimmt. Und Bushido habe ich auf der RPC auch zugegriffen. Also die RPC war wieder schlimm dieses Jahr zu unseren Geldbeuteln. Das ist doch gar nicht wahr. Wir haben auch nicht im Nachhinein noch Spiele gekauft, die wir ausgetestet haben. Nein. Um darauf zurückzukommen, also das Bushido ist auch so aufgebaut. Man kauft sich die Starterbox, spielt erstmal mit der, malt ein bisschen was und braucht nicht nochmal 5 Boxen dazu, damit das dann irgendwo dann interessant wird, dieses Spiel. Ja. Wobei man bei Malifaux das ein bisschen mit Vorsicht sagen muss. Ja. Da bei Malifaux, das ist halt, es ist darauf ausgelegt. Na, natürlich, man kann sich die Starterbox holen und dann loslegen und zocken. Man merkt dann halt während dem Spielen halt auch, wo einem die Modelle fehlen. Zum Beispiel, wenn man natürlich für sich sagt, okay, ich möchte nur, sagen wir, nehmen wir mal die Rasputina. Ne? Ja. Ein total cooles Modell, die Box ist echt, echt schön und stimmig. Wenn man aber jetzt sagt, man möchte halt echt nur Modelle, die zu Rasputina gehören, das heißt die mit dem Frozen Heart, ist das? Frozen Heart, ja. Genau. Dann hat man aber andere Probleme. Zum Beispiel lässt sich dann halt nur schlecht schemen, oder? Mittlerweile nicht mehr, weil die Auswahl groß genug ist. Okay. Da es jetzt auch andere Modelle gibt, die schnell vorkommen. Aber ja, wenn man allein die Grundbox an sich sieht, hat man bei manchen Missionen Probleme mit der.
Zum Beispiel, also was ich so sehe, ist, glaube ich, du hast halt mehr Schwächen, wenn du halt auf die Schemes gehst, zum Schemarker legen. Ja, wenn man halt rein von der Starterbox ausgeht, bist du recht langsam, weil viele, weil du keine Modelle hast, wo deine Bewegung pushen oder sowas. Ja, und du kannst auch keine Conditions runternehmen, ja? Ja, das geht überhaupt nicht mit der Crew. Ja, also jetzt nicht nur mit der Crew, sondern halt mit den Modellen, die generell die Sonderregel Frozen Heart haben. Ich glaube, da war nichts dabei, nein. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte halt nur stylisch spielen, muss man dann damit aber auch leben, dass man halt auf was verzichtet. Das hast du aber fast in jedem System, würde ich sagen, ja. Wenn du mehr auf Style legst als auf Competition. Ja. Das hast du bei War Machine Hordes, das hast du, denke ich, auch bei Wulsung, wenn du halt mit dem Helden nur Roboter mitnehmen willst, wirst du auch wahrscheinlich irgendwo auf Grenzen stoßen. Ja. Und da darf man sich dann halt auch nicht beschweren, wenn man Style spielen möchte. Kann man das? Das soll man auch, bevorzuge ich natürlich. Man muss sich dann halt aber auch gewahr sein, dass man halt immer. Dass man auch Nachteile hat im genau, Moment. Man, ja. Dann. Was noch? Habe ich jetzt auch schon geantwortet? Ich glaube, nein. Also wir sind so ein bisschen ineinander übergegangen in der Antwort. Also, yeah. Aber nochmal darauf zurückzukommen, welches so mein Lieblings-Tabletop ist gerade, wenn ich ja schon angefangen habe, dann bringe ich es auch gerade zu Ende. Da habe ich ehrlich gesagt kein wirkliches, weil die mittlerweile durch auch Kickstarter und sowas gibt es so viele Tabletops, die auch verschiedene Ansätze haben, wie sie in der Regelmechanik funktionieren und sowas. Dass ich das nicht pauschalisieren möchte, welches mir am besten gefällt. Also es gibt eine Bandbreite von Tabletops, die ich gerne spiele. So würde ich das eher einordnen. Mhm. Das ist halt das War Machine Hordes, finde ich, ist ein sehr schönes System, wenn man aber auch die richtige Spielgruppe hat. Also das kann auch sehr schnell sehr frustrierend werden, wenn man schon mit den genannten, mit Mali vorkommen, dass es doch Kombinationen gibt, die einem schon sehr arschig vorkommen, wenn man so will. Ja, wobei man bei Malifaux, muss ich sagen, ich war auch schon auf dem Turnier und sowas. Und natürlich aufgrund der Erfahrung habe ich ordentlich den Sack bekommen. Ist okay. Aber ich hatte nie so das Gefühl, obwohl ich jetzt gegen Turnierspieler spiele, dass ich yay, zweite Runde und ich darf abräumen. Ja. Ja, da hatte ich jetzt halt bei Malifaux nicht so das Gefühl. Das kann dir aber bei War Machine Hordes passieren. Das kann mir. Wobei ich da ja auch bei einem Turnier mitgemacht habe, es ging. Aber man merkt halt schon, dass das halt, dass A, die Denkweise der Spieler halt auch eine ganz andere ist. Ja. Ja. Während für uns halt es recht sinnig ist, irgendwie Modelle mal rauszunehmen oder mal mit dem Warcast ein bisschen Unfug zu treiben, ist das halt eher so ein No-Go für die, diese Richtung, diese Denkweise. Und ich denke, wenn man halt auch in einem Kreis von Leuten spielt, sollte man halt auch darauf achten, dass man sich im gleichen Medium befindet, wie in entweder Competition oder Casual. Und dann, denke ich, machen alle Spiele Spaß. Ja. Wenn du natürlich dann halt zwei, drei in der Gruppe hast, die halt Competition sind, also sehr herausfordernde Spieler, die dann halt auch sehr, sehr stark auf ich suche mir das Beste raus, was geht, spielt und andere halt, jo, ich spiele halt das gerne, was mir an Figuren gefällt. Da ist das dann halt schon sehr frustrierend, weil man hat halt echt dann keine Chance. Da müssen auch die Competition-Spieler, was heißt denn übersetzt Competition? Ich habe Sprachligasthenie. Competition, also die immer auf Erfolg spielen, sage ich mal. Ja, das ist halt, das müssen die dann halt auch ein bisschen einsehen, dass die Leute halt nicht unbedingt immer voll auf die Fresse, also Bartlisten spielen wollen. Ja. Mein Lieblingssystem ist definitiv die Skirmisher. Auch, ich denke, wie der schon sagte, das ist halt alles die unterschiedlichen Regelsysteme, auf was aufbaut. Das eine benutzt Karten, das andere benutzt einen Poker-Würfelsystem, wo du mit den Würfeln pokerst. Bushido macht das ja. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Ich nehme mal schwarz gerade. Nimm dir. Ja, und von daher, also natürlich habe ich immer noch einen Massenskirmisher, das ist das Kings of War.
Stimmt, ja. Wobei das ist ja eigentlich schon eine Massen, also kein Massen. Das ist ein Rank-and-File, Entschuldigung. Rank-and-File, ja. Genau, es ist ein Rank-and-File. Ich denke, das wird auch der einzige Rank-and-File sein, den ich habe. Und mittlerweile habe ich mit dem Schwachsinn und Dominik mit reingezogen, eine zweite Armee für Kings of War anzufangen. Ja. Es war ein Fehler. Ja. Und der Josh hat da mitgezogen. Ja. Aber es macht dann noch Spaß. Man holt sich ja dann Figuren, die einem gefallen, und dann ist es genau nicht so schlimm. Bei Kings of War ist doch das Schöne, dass du da auch nicht viel brauchst, um diese Rank-and-File-Spiele machen zu können. Und dass die also wenn man jetzt Mantic und das Mantic-Modelle nicht so hochpreisig sind. Ja, natürlich muss man dann Abstriche in der Qualität machen, das ist ganz klar. Ja, klar. Aber ich finde, mittlerweile haben es die Mantic-Sachen doch schon gesteigert von dem, was man am Anfang so von denen gewohnt war. Ja, das stimmt. Ich finde, das Bauen ist immer noch, also ich habe jetzt die Dämonen, die Abyssals, habe ich mir geholt. Aufgrund dessen, weil sie halt auch Kunststoff sind und so witzige Comic-Visagen haben. Das hat mir sehr gefallen. Und ich dachte, okay, ist Kunststoff, ist jetzt bestimmt einfach zusammen. Ja, nee, falsch. Da muss ich sagen, beim Zusammenbauen, da hapert es ein bisschen bei Mantic. Ja, die Passgenauigkeit ist nicht die tollste. Ja, das ist richtig. Aber gut, dafür kostet es halt auch nur ein Viertel vom Preis von anderen. Was man so gewohnt ist mittlerweile. Ja. Ja. So. Dann, ja, wo ich auch jetzt noch sehr gespannt bin mit den Tabletops, ist jetzt Age of Sigmar mit dem Punktesystem, wie sich das dann jetzt spielen wird. Ja. Das hat mich sogar so weit motiviert, dass ich jetzt nach einem Jahr Standzeit endlich mal meine Stormcast Eternals bemalt habe. Gut, dass du es anreißt. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ja, wenn wir hier diese 400-Fragen-Liste abgearbeitet haben. Ja, 7. Also habe ich schon mal ein bisschen vorgegriffen. Ja, das ist gespoilert. Ja. Dürft euch Spoiler! So, welche Grundierung kannst du empfehlen? Welche Grundierung sollte man für welche Basefarbe nutzen? Meinst du jetzt Basisfarbe oder Basefarbe? Naja, machen wir erstmal Frage 4. Welche Grundierung kannst du empfehlen? Da gehe ich jetzt mal einfach mal rein. Grundieren würde ich, also für Schwarz-Weiß, GW. GW-Grundierung, also das Chaos Black und das, wie haben sie es jetzt genannt? Korax White. Genau, Korax White, das würde ich dafür empfehlen. Das finde ich echt einfach die schönsten Farben, für wenn man halt schwarz, weiß oder halt nebelt, also weiß nebelt, finde ich sehr toll. Ansonsten benutzen wir halt auch sehr viel die Army Painter, oder ich zumindest. Das hier zum Beispiel, die hier jetzt auch, die sind schwarz grundiert und braun genebelt. Das ist also braun nebeln dann halt mit dem Army Painter. Die benutzen wir halt viel. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt der Josh, aber ich denke, der wird mehr. Bei mir kommt es drauf an. Wenn ich schwarz und weiß nehme, genau dasselbe wie bei dir. Games Workshop bevorzuge ich da definitiv. Ich habe aber auch schon das Schwarz von Army Painter benutzt. Das ist auch in Ordnung. Für Farben, also die farblichen sind auch in Ordnung von Private. Meine Güte, von Private, genau. Mhm. Ich glaube, die haben auch einen Primer, aber den habe ich nie benutzt. Von Army Painter. Aber ich habe auch schon farbliche von GW ausprobiert und ich finde, die sind von beiden Firmen sehr gut, aber muss darauf achten, dass beide verschiedene Sprühtechniken brauchen, damit die ordentlich funktionieren. Genau. Da man darf jetzt nicht, wenn man halt GW gewohnt ist, sich einen Army Painter nehmen und dann wie GW sprühen, dann kannst du die Figur wieder entfernen. Ja, dann, oder du malst Raufasertapete an. Ja, oder das. Genau. Da muss man halt drauf achten. Der Dominik hat hier in dem Channel auch ein Grundier-Video gemacht, wo er es halt so ein bisschen erklärt. Zeigen nicht, wegen der Geräuschkulisse einfach, war uns das nicht möglich. Aber wenn ihr ein bisschen zurückgeht, werdet ihr das finden. Dann, ich nenne das jetzt einfach mal, welche Grundierung sollte man für welche Basefarbe nutzen, steht da. Also ich würde sagen, wenn du helle Farben nehmen willst, nimm Weiß oder direkt die, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn du auf die Idee kommst, deine ganzen Jacks sandfarben zu machen, dann grundier sie auch direkt sandfarben. Ja, vor allem, weil 80% des Modells in dieser Farbe sein werden. Ja.
Also such dir halt die Farbe raus, wo du halt meist denkst, am meisten zu nutzen. Die würde ich generell immer grundieren. Oder bei Space Marines lohnt es sich, wenn du es Blood Angels machst, hol dir einen roten Primer und du hast 80% der Arbeit erledigt. Ja, genau. Das ist, ich denke, da muss man halt einfach gucken. Und wenn du die Base von dem Modell meinst, dann reicht absolut normale Acrylfarben zum Bemalen. Ja. Du kannst natürlich hingehen und sagen, okay, ich will jetzt Cobblestone haben, also Kopfsteinpflaster. Und bevor ich jetzt die Figuren draufklebe, kannst du natürlich schon, das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich ziehe jetzt eine ganze Armee hoch, wie die Scorn oder so, wo ich das gemacht habe, dann habe ich mir gestaltete Basen schon gekauft, habe sie alle schon komplett durchgrundiert. Das sollte halt Wasteland sein, das heißt, ich habe die relativ hell, also hier mit Sandfarben, mit Sandri, Dust und sowas grundiert. Habe sie dann gelackt, dann habe ich Löcher gebohrt und dann habe ich die Figuren, die fertigen Figuren halt einfach drauf gestiftet. Das erspart einem viel Zeit und es ist in Ordnung. Der Einsatz ist natürlich vom Geld halt ein bisschen höher dann, den man hat halt. Ja. Noch was hinzuzufügen? Nein, eigentlich nicht. Also vielleicht mit dem Geld, wir machen hier ja ein Hobby und nicht einen Sparkurs. Von daher denke ich mal, muss da jeder für sich selbst entscheiden, ob er mit dann ein bisschen mehr ausgeben will, dadurch weniger Arbeit hat, oder ob er lieber sparsam ist und dafür ein bisschen länger braucht. Das ist halt meistens so das, wo man das für und wider hat. Genau. Man kann sich natürlich auch alles aus Plastikkarton bauen, dann braucht man entsprechend lange. Ja. Oder man holt sich einfach direkt das fertige Set von Hersteller XY. Mhm. Genau. Was auch so ein bisschen die Anleitung tatsächlich zufälligerweise für die nächste Frage ist, machst du auch Geländebau? Ich aber mehr sehr zurückhaltend. Ich habe jetzt so ein bisschen von Plascraft, heißt die Firma, habe ich mir Gelände geholt. Das lässt sich schön zusammenknüppeln. Ich habe die erste Charge, wo man die Sachen noch bemalen muss, geholt. Das habe ich gemacht. Mir fehlen nur zwei Gebäude, die ich noch machen muss. Und die nächste Charge mit den schon bemalten Sachen. Das macht alles ein bisschen einfacher. Und ansonsten Geländebau, ich glaube, die Freebooter Fate machen das sehr gerne und auch TWS, die machen sehr viel Geländebau so und auch, also jetzt als YouTube-Channel heißt der, glaube ich, TWS. So akribisch mache ich das nicht und der Chef Oberboss Ork, die bauen auch sehr gerne Gelände aus irgendwelchen Materialien, die sie im Baumarkt, auf der Straße oder in ihrem Blumenbeet finden. So akribisch mache ich das nicht. Das habe ich jetzt einmal groß gemacht mit einer Platte, die ich gebaut habe. Das war so eine Wachfugnummer vor dem Herrn. Da gesessen, gemalt. Josh gefragt, hey, hat der Baumarkt noch auf? Ja, gut, dann gehen wir mal jetzt Platten kaufen. Und ja, das war wirklich so 15 Minuten vor der Baumarkt zumacht. Hey Josh, hat der Baumarkt noch offen? Ja, willst du gerade hinfahren? Okay. Ja, genau. Und dann halt innerhalb von 2-3 Tagen halt eine 72 auf 48 Zoll Platte mit Gräben. Mit Gräben genau, gebaut. Das genau, deine Grabenkampf. Genau. Die Grabenkampfplatte. Wo du immer Grube am Anfang gesagt hast, das war schön. Er meinte halt zu mir, ja, ich will eine Grubenkampfplatte bauen. Da denke ich mir, wie das bauen, wenn er jetzt so 2 Meter Wände links und rechts hochziehen. Naja, lass mich mal überraschen. Ja, Grube, Grabe, das ist doch dasselbe. Fast dasselbe, ja, aber nur fast. Ich werfe den Graben in die Grube. Wirf den Pulschen zu Boden. Ja, das sind bei mir meistens, wenn ich Gelände baue, noch rein spontane Sachen. Ich mag halt doch tatsächlich dann lieber die fertigen Sets. Die sind gut, die sprechen das an, was ich brauche. Wenig Arbeit und ich muss es eigentlich nur zusammenkleben wie Figuren und dann bemalen. Da bin ich ein Freund von. Wie andere jetzt ganze Panzer nachbauen aus Plastikkart, das stößt bei mir auf. Ich bin beeindruckt, aber ich finde es auch. Also ich finde es absolut unverständnisvoll. Ja, das ist halt wieder so, dass es ist klar günstiger, ja, aber sowas von zeitaufwendig. Genau, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich bin Kauf von einem Einzelhandel, deswegen rechne ich auch so ein bisschen immer mit der Zeit, die ich dafür aufwende.
Sagen wir mal, ich hole mir jetzt Material im Wert von einen Euro. Plastikkart kostet nicht viel. Messer, okay. Hast du meistens. Sagen wir, nimm einfach mal einen Einsatz von 10 Euro. Okay, dann baue ich mir einen ganzen Panzer mit Hilfe dieser 10 Euro. Dann sehe ich dann aber, okay, dann bin ich aber auch 40 Stunden dran oder so, weil jedes einzelne Kettenglied schneiden und. Und dann, was für einen Stundenlohn habe ich, was für einen Stundenlohn habt ihr, rechnet den mal 40 und dann seid ihr schon mal gar nicht mehr so günstig dabei. Weil diese Zeit kann man auch einfach was anderes machen. Ja, natürlich, wenn ihr daran Spaß habt, ja, klar, dann kein Problem. Aber ist ja meistens immer diese Argumentation, wenn das einer aus Plastik hat, ja, das kam ich günstiger. Und da sehe ich es dann genauso wie der Marcel. Naja, gut, wenn du deine Freizeit als günstig ansiehst oder anscheinend bei manchen wertlos, deswegen baue ich halt sowas, das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Das so, wie es jetzt klingt. Aber für mich ist es halt so dieses... Ich habe jetzt 40 Stunden für einen Panzer gebraucht und am Ende des Tages hätte ich mir aber auch für 10, 20 Euro mehr dann auch den kompletten Panzer kaufen können. Ja. Das ist halt dann je nachdem, wie man halt Zeit sieht. Wenn man natürlich sagt, ich habe keine Zeit und dann halt aber einen Panzer aus Plastikkart baut, dann verstehe ich das auch, wenn man auch keine Zeit hat. Ja, das ist wohl wahr. Magnetisierst du deine Figuren privat? Ich weiß es nicht, privat, hinter verschlossenen Räumen im Darkroom oder... Da galt er sich dran auf. Natürlich. Ich tue auch, wenn es sich anbietet, Figuren magnetisieren. A, um festzustellen, wie sinnig das hier für uns auf der Arbeit ist, habe ich schon einige Jacks und auch Beasts magnetisiert. Nicht aufgrund dessen, weil ich mir... nicht dreimal die Box kaufen will, das würde ich sogar eher bevorzugen als mit dem Magnetisieren, weil wenn man die Zeit und das Material nimmt, ist man halt wieder bei einem Jack, den man sich dazu kauft. Es gab doch mal diesen einen Landspeeder, wo er magnetisiert werden sollte, wo, wenn er alles magnetisiert hätte, sich dafür auch zwei neue Landspeeder kaufen konnte. Und dann fragt man sich, wird sich das wirklich lohnen? Ja, das ist es dann halt. Man kann dann halt natürlich sagen, okay, ich habe hier einen Jack, ich möchte alle drei Varianten damit spielen. Ist okay, natürlich, das geht ja mittlerweile sehr gut. Nur dann holst du die Magnete, gut, Neodym-Magnete sind jetzt nicht teuer, aber dann hast du, dann musst du Löcher bohren. Das heißt, du musst dir klar werden, du musst dir den Bausatz angucken. Wo kann ich Löcher ansetzen? Wo kann ich was machen? Wie kann ich was machen? Ist es denn machbar? Wie stark müssen die Magneten sein? Können sie dann die Waffe tragen? Das muss man sich dann halt alles bewusst sein. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, ich kaufe einfach mal Magnete, hau rein. Oh, passt nicht, zu schwer, dann setze ich mehr Magnete rein und dann ist man halt am Bohren, am Machen und am Tun, am Herausfinden und am Ende, am Tag, hat man sich dann durch die Zeit, die man aufgebraucht hat, einfach einen neuen Jack zusammengebaut oder zusammengekauft. Deswegen, meistens ist es so, dass ich Sachen magnetisiere, um festzustellen, wie ich es machen würde. Okay, wir hatten gerade wieder Abbruch, aber die Yamaha hat uns gewarnt. Sie hat gepiept und dann ging sie aus. Ja, und nicht einfach, sie geht aus und wir merken nicht, dass wir hier eigentlich vor einem schwarzen Bildschirm labern. Genau, um es nochmal zu abzuspringen, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich aufgehörte, aber auf jeden Fall, ich magnetisiere größtenteils, um herauszufinden, ob es sich, wo ich wie die Magnete anbringen kann, wenn ein Kunde fragt, meistens war es das so. Gut, und dann hatte der Josch noch was. Ja, und mit dem Magnetisieren... kann Sinn machen, auf jeden Fall, Jack zu magnetisieren. Wo ich aber eher das Sinnvolle finde, ist, um die Modelle transportierbar zu machen. Weil es gibt Modelle, wie jetzt die neue Flugeinheit von den Stormcast Eternals, die kannst du nicht mehr transportieren, wenn die Flügel hinten dran geklebt sind. Das wird nicht funktionieren, außer du willst halt Einzelteile haben. Und das ist auch recht simpel gewesen zu magnetisieren und das ist halt eine Sache, wo ich auch sage, das macht auch wirklich Sinn, da Magnete anzubringen, wenn du die halt mitnehmen möchtest und nicht nur in die Vitrine stellst oder daheim spielst. Ja, das stimmt natürlich. Für die Transportmöglichkeiten sind manche Figuren doch sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Obwohl es ja Firmen gibt, die ja speziell Formen dafür ja anbieten. Ja, aber wer möchte denn bitte drei Koffer für seine eine Stormcast Eternal Armee haben, weil er 20 verschiedene Gussformen, Schaumstoffeinlagen braucht? Ja, das stimmt auch. Also es geht, es ist machbar. Ich finde es auch in Ordnung.
Man muss sich dann halt aber auch gewahr werden, dass man dann doch nicht alles mitbekommt, was man möchte. Ja. Beziehungsweise halt auch nicht immer alles, wie wir der Marcel so schön gesagt hat, Sinn macht zu magnetisieren, weil manchmal lohnt sich dann doch eher nochmal den zweiten Jack oder den zweiten Lim Russ zu kaufen. So, das war jetzt die letzte Frage, zumindest auf YouTube. Und auf Facebook müsste ich jetzt eine Weile suchen, ich weiß nicht, wo das ist. So, was haben wir noch? Was wollten wir noch ansprechen? Ich weiß nicht. Ja, dass man schneller voran, also dass man das Gefühl hat, schneller voranzukommen, wenn man halt auch in der Gruppe malt. Das ist zum Ah, Beispiel was Schönes, ja. ja, das habe ich schon festgestellt, wenn ich hier male und hier vor die Kamera irgendeinen Schwachfug verzapfe, gesprächsmäßig. Man merkt halt einfach nicht, wie die Stunde vorbeigeht, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie lange wir jetzt schon tatsächlich aufnehmen, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Aber Josh meinte gerade so, ich bin hier schon fast fertig mit dem. Ja, und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich an dem länger hocke. Gut, ich habe mich jetzt auch versucht. Okay, und weiter geht's. Da sind wir wieder mit kleinen technischen Problemen. Diesmal war schon wieder die Kamera voll und ich wurde mitten im Satz abgehackt. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist also, wenn man so mit ein, zwei weiteren Leuten malt, dann kommt es einem gar nicht so lange vor, die Zeit, wo man malen ist. Ich habe jetzt auch daheim mal, also wie schon angekündigt, mit den Sigmarines angefangen, die zu bemalen, weil ich jetzt Motivation hatte, die endlich mal fertig zu machen. Und ich habe zu Hause alleine angefangen, eine Grundfarbe aufzutragen. Und schon nach einer halben Stunde habe ich schon angefangen, auf die Uhr zu gucken, oh Gott, wie lange brauche ich denn noch? Und hier jetzt, habe die hier dann fertig gemalt und ich habe jetzt 2 Tage dran gemalt, aber es kam mir vor, als hätte ich das alles in einer halben Stunde gemacht, gefühlt. Ja, es ist halt es ist das Übliche, die Zeit ist halt relativ. Ja, es ist halt immer das Empfinden, wenn man halt was zu tun hat, vergeht die Zeit schneller und wenn man noch zusätzlich zum zu tun hat, noch was macht, wie zum Beispiel jetzt reden oder sich unterhalten und Zeug, dann geht das angenehm, dann ist das Bemalen angenehmer. Ja, es kommt einem nicht mehr dann teilweise wie Arbeit vor, sondern man hat noch mal ein bisschen mehr Spaß dran, wenn man dann noch ein bisschen mit den Leuten Unfug reden kann. Oder halt, was ich daheim halt mache, wenn ich denn daheim male, sich halt ein YouTube-Video oder sowas nebenbei anmachen kann, Ja, was ja klar. viele von euch machen, denke ich mal, wenn Das sie dieses Video schauen. will ich aber auch hoffen, dass ihr jetzt nicht nur lethargisch auf der Couch hockt, euch Chips reinzieht. Natürlich könnt ihr das auch tun, aber dass ihr dazu ist es ja eigentlich so ein bisschen gedacht, dass ihr dazu auch malt. Ja? Einfach so, dass ihr so und euch darüber aufregt, was für Kommentare zum Beispiel zu euren Fragen macht, die ich natürlich sehr ernst nehme und deswegen auch beantworte. Wie zum Beispiel: Ja, genau, was trinkst du eigentlich gerne zum Bemalen? Diese Sendung wurde gesponsert von, dieses Getränk mag ich übrigens. War das jetzt eine rhetorische Frage? Nein, das wurde mir im letzten gestellt. Oh wei. Ja, was ich am häufigsten trinke, Kaffee oder Wasser, tatsächlich. Ja, was ein Glück, das habe ich auch geantwortet. Ja, es war richtig. Natürlich dürft ihr aber auch eure Cola, Pepsi, Fanta, Trademark. Oder was weiß ich, was ihr gerne trinkt, dazu trinken. Also ich glaube, da hat auch jeder seine Vorlieben. Ja, total lustig. Ich wollte auch nicht nur du hast so reagiert, so was, eine rhetorische Frage oder nichts. Ja, auch so, beim Grillabend hat mich auch ein Kumpel angesprochen, der meinte, ey, sag mal, hat er das jetzt wirklich gefragt, einer? Hä? Ich habe ja gefragt, was trinkst du denn gerne zu bemalen? Ja, wie gesagt, also Kaffee und Wasser. Ich trinke jetzt auch, aktuell habe ich hier jetzt Kaffee, da steht eine Wasserflasche. Das ist halt auch so mein bevorzugtes Trinken. Würde ich jetzt mal schimpfen. Ja, kommen schon witzige Fragen zustande. Ja, oder skurrile, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja. Natürlich dürft ihr auch weiter fragen, sollt ihr, macht. Dann ist das alles für uns ein bisschen, für mich hier ein bisschen besser zu handhaben und muss ich nichts rausziehen. Aber jetzt noch die letzte, bevor wir jetzt, das ist jetzt so die letzte, auf was wir eingehen. Age of Sigma ist morgen ein Jahr alt. Celebration, come on! Ist, genau, wird morgen ein Jahr alt. Dominik, ich und vielleicht kriegen wir den Josh auch nochmal dazu, weil das war die gleiche,
wenn ihr jetzt ein Jahr lang zurückscrollt in YouTube, dann seht ihr das sind ihr aber da, viele Videos, wo man scrollen muss. Ja, nur ein paar. Dann kommt ihr auf dem, was wir rausgebracht hatten, und zwar zum Age of Sigmar. Ja. Ich denke, da wird der Dominik, ich werde jetzt hier nicht so viel drauf eingehen, aber was haben wir denn alles, also jetzt der Josh und ich, was wir in diesem Jahr alles an Age of Sigmar bemalt haben? Also ich habe jetzt die Starterbox, die Stormcast Eternals fertig bemalt. Gestern, gell? Gestern bin ich fertig geworden, ja. Aber ein Jahr lang dran gemalt. Die muss ja Hammer aussehen. Ja, also das wird mein nächster Golden Ding. Also hier, also wenn ihr ja eine komplett bemalte in Warcraft, Footman, also Stormwind Garde bemalte Armee beim Games, Golden Demon seht und denkt euch, Hammer, wie hat er das hingekriegt? Ja, das war ich, meine Freunde. So, Scherz auf Seite. Nein, ich habe nur 2 Tage dran gemalt, aber es stand wirklich fast ein komplettes Jahr lang rum. Ich habe sie fertig bemalt und dann kam mir eigentlich so die Frage, wie lange gibt es eigentlich schon dieses System jetzt? Und dann war diese so, ja, zum einjährigen Jubiläum habe ich jetzt eine fertige Armee. Schön. Also ich habe jetzt tatsächlich Age of Sigmar Modell, die ich mir geholt habe. Ich habe den einen Stormcast Eternal fertig bekommen, der in dem White Dwarf war. Den hatte ich recht schnell, ich glaube, einen Tag bemalt mit uns, mit also ich habe ihn sehr, er ist sehr erfahren, habe ich ihn bemalt. Um es freundlich auszudrücken. Dann habe ich die Age of Sigmar Modelle, also die Stormcast aus der Grundbox, habe ich umgebaut. Jeder hat einen anderen Kopf, die Flügel habe ich anders gemacht. Und hatte die Grundfarbe von 5 Stück fertig. Seitdem liegt sie tatsächlich genau ein Jahr lang, ich habe die seitdem nicht mehr bewegt. Auf demselben Platz. Auf demselben Platz, ja, das ist tatsächlich richtig. Aber ich habe natürlich, als ich gehört habe, also die Orks kam raus, oder die Oruk kam raus, die Iron Jaw. Oh ja, die sind schick. Da musste ich sagen, da habe ich sofort zugeschlagen, den Großen mir geholt, den Gotrak of Morcrusher, der auch schon zum Einsatz kam. Dann habe ich 2 Modelle umgebaut dafür. Ich habe 2 Gore Chosen genommen, habe einen Ork-Kopf drauf gemalt, habe es in der gleichen Hautfarbe, gleiche Rüstungfarbe und so Fetze bemalt. Das heißt, ich habe es tatsächlich geschafft, 4 Modelle in diesem Jahr fertigzustellen. Für Age of Sigmar. Für Age of Sigmar, ja natürlich. Ja, also wir sind sehr gespannt drauf, wie sich das Spiel dann jetzt spielen wird mit Punkten. Ja. Weil vorher war es so, du musst dich echt abschwächen können, du musst das ungefähr einschätzen können, wie stark ist meine Armee gegen den anderen. Weil jetzt bei eurem letzten Video, wo ihr dieses Clash of Titans hattet, naja, das war eher David gegen Goliath und Goliath hat einfach David in den Grund und Boden gestapft. Hey, also laut der Geschichte war ich David. Ja, yeah, genau. Ja, wie gesagt, es war halt sehr, ich fand es sehr schwer, immer abzuwägen und halt auch mit der Rechtfertigung, ja, ist ja eine Einheit. Deswegen ist es fair. Sollte ja machbar sein, stimmt nicht ganz. Auch wenn man sich jetzt vielleicht der Regeln und sowas gewahr ist, dass das so sein kann, es ist nur schwer. Aber ja, mal sehen, wie sich das entwickelt und wie Marcel schon angesprochen hat, vielleicht werden wir das alles dann hier nochmal in einem extra Video genauer besprechen. Deswegen wollen wir jetzt hier auch nicht so viel vorgreifen. Genau. Damit. Wie sagt man? Stay tuned? Ja. Stay tuned oder that was all, folks. Okay, ja. Wir sind jetzt auch fast genau bei 1 Stunde. Plus minus Abrisse, Rumsetzen der Kamera und verschiedene Verrückungen. Und technische Probleme. Ja. Denke ich, war es das. Genau, seid gespannt aufs nächste Video. Entweder ist es dann halt schon das Age of Sigmar oder einen Spielbericht oder vielleicht doch ein früheres Bartgeflüster. Wir werden sehen. Oder ihr. Das war's. Tschüss.